Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind hier bei dem Trainingsgelände der Nationalgarde in einem Gebäude drin und suchen gerade nach einem Notsignal. Und hoffen, dass wir hier drin was finden können. Sieht sehr so aus, als würde hier noch jemand leben, da hier tote Ghule sind. Oder auch lebende Ghule. Oh, das Signal wird stärker. Aber ich sehe auch mehr Ghule. Oh Gott. Oh Gott. Zack. Der Typ hinter mir hat sogar Rüstung an. Stimmt das? Alter! Ich geh grad verrecken! Nein! Das ist ganz blöd. Eichhörnchen. Zack. Oh Gott, ein legendärer Ghoul? Autsch! Wir sind tot. Ah, das war echt uncool. Aber ich meine, Leute, ein legendärer Ghoul? So, wir brauchen unser Lasergewehr. Wo ist denn das? Ja, das müssen wir ausrüsten. Statt der Nummer 5. Jetzt kommen die alle hierher. Kommt los, meine Freunde. Das ist auch der legendäre Ghoul. Oh Gott, ein legendärer Ghoul. Vielleicht brauchen wir doch wieder unsere Power Armor. Oh yeah! Oh Gott, ich will hier raus! Schnell! Hoffentlich kommen die mit raus. Ui. Draußen kann ich vielleicht besser kämpfen, hoffe ich jedenfalls. Oh Gott. Oh Gott, dieser wilde Ghoul. Also dieser eine, der legendäre, der macht mich einfach so fertig, der macht so viel Schaden, das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ich glaube echt, wir brauchen unsere Power Armor, damit schaffen wir das auf jeden Fall, aber ohne Power Armor wird schwer. Gut, scheinbar kommen die nicht mit. Finde ich schade. Hier draußen hätten wir wahrscheinlich besser kämpfen können. Naja. Wir haben mal unsere Rüstung, die hier rumsteht. Und gehen immer wieder da rein. Mit Rüstung sollte es auf jeden Fall machbar sein. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es so stark einfach, dass wir das mit Rüstung schaffen können. Ich meine, die Rüstung ist zwar schon ein bisschen beschädigt, aber dann geht sie halt kaputt. Ich meine, ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Rüstung kann ja ruhig am Arsch gehen. Wir können ja wieder reparieren. So. Sagen wir, rüsten unser Gewehr aus. Speichern wir mal. Gott, ich hoffe, wir schaffen das. Und los! Come on. Bitte spawnt nicht alle direkt vor mir. Bitte steht nicht vor der Tür. Bam! Komm schon! Haben wir ihn? Wir haben ihn! Lass meinen Hund in Ruhe! Das ist nicht cool! Tut mir leid, Hund. Oh Gott. Immerhin haben wir den großen Ghoul jetzt geschafft. Verwundet Jagdgewehr. Geil, und ich hab's einfach geskippt. Wie sieht das denn aus? Kleidung, Waffen. Impro-Gewehr? Nein. Jagdgewehr. Untersuchen wir das mal. Cool. Ziel bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Schick, schick. Okay, ich glaube, wir können jetzt aussteigen. Und mal speichern.
Das heißt, wir gleich wieder verrenken sollten, dass wir mal hier safe sind. Denn wir haben den hässlichen legendären Ghoul besiegt. Das ist schon mal ein Fortschritt, den ich mir nicht nehmen lasse. Coca-Cola. Das schaffe ich nicht zu hacken. Oh, ein Sturmgewehr. Ein Sturmgewehr. Das würde ich gerne ausrüsten statt dem Impro-Gewehr. Und ich würde es gerne mal sehen. Nice, das sieht geil aus. Sehr schön. Das Impro-Gewehr hat aber dann doch ein bisschen mehr Munition. Bisschen arg viel mehr. Deswegen rüsten wir das lieber wieder aus. Aber das Sturmgewehr ist auf jeden Fall nice. Gut, dass ich das gefunden habe. So, das Piepen, ich höre es. Gott. Du bist hoffentlich gleich tot. Zack. Zack. Ah. Baumwollgarn. Oh nein. Rita's End Holoband. Holomarke, Fusionszellen, Laserpistole. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten erst diesen Sender aufheben, bevor der hier weiter piept. Ist ja echt nervig. So, das heißt, wir können jetzt mal gucken, was die geschrieben hat oder gesagt hat. Ich glaube, das ist das. Ritter Tara Aslan, Stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der... Cool. Wir können jetzt die Satellitenstation noch untersuchen. Krass, was es hier alles gibt. Okay, cool. Machen wir. Vorher müssen wir hier noch alles durchsuchen. Wir haben das Holoband aber jetzt nicht fertig gehört, gell? Es hat einfach mittendrin abgebrochen, weil ich da mich auf das Radio geklickt habe. Würde ich sagen, hören wir es einfach nochmal an. Ritter Tara Aslan, Stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Gott, krass, wie loyal die Leute sind. Dass sie sich dafür opfern, das finde ich echt respektvoll. Und, weißt du, bist halt echt keine... Digga! Du bist keine Hilfe, wenn du nur im Weg rumstehst. Was war das denn? Oh, lol. Zack! Haha! Geschafft! Geil, geil, geil. Ja, nehmen wir mal. Sehr schön. Haben wir gerade was Schönes gefunden. Immerhin etwas. Passwort. Hm. Stift brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schachtel Zigaretten schon eher. Das bringt wenigstens noch was an Geld. So, da unten stehen... Die Power Armor sieht so cool aus. Das ist unglaublich. Und die ist ja noch nicht mal wirklich cool. Die ist ja einfach noch so Standard. Wenn ich das mal so sagen darf. Wir wollen ein bisschen. Kronkorken. Was ist das? Ja. Noch mehr Kronkorken. Schreibmaschine brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Kronkorken und Kaliber. Das war's. Okay, dann setzen wir uns wieder in die Power Armor, tragen die nach draußen. Lassen sie dann draußen stehen. Weil da vergesse ich die eher weniger, als wenn sie hier drin steht. Weil hier drin laufe ich nicht vorbei. Draußen kann ich vorbeilaufen. So. Ab nach draußen, in die Freiheit. Und dann geht's ab zu den Satelliten. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ob wir da vielleicht mal wen Lebendiges treffen, anstatt nur ganze Zeit irgendwelche Toten der Bruderschaft. Das ist nämlich langsam echt uncool. Kann ich jetzt eigentlich ohne Energie noch verlassen? Reisen? Ja, kann ich.
heißt, ich könnte die Power Armor jetzt auch wegbringen. Und könnte dann reisen. Ah, mal mit der Power Armor kann ich mehr tragen. Aber momentan reicht das ja eh momentan. Momentan. Ich laber echt. Leute, weißt du? Es ist halt so. Leute. Was ist denn heute los? Notsignal. Folge dem Notsignal. Da steht wer, oder? Ist das nur ein Geschützturm? Supermutanten. Okay, wir können scheinbar die Kette nicht durchbrechen. Wir müssen aber jetzt... Oh, shit. Zack, einen haben wir. Warte mal, what is that? Mutantenhund? Ja, ich merk's. Ach krass, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Neben mir ist eine Blähfliege. Hey, du bist halt einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, du Fliege. Was macht denn eine Blähfliege hier? Richtig bescheuert. Das ist der falsche Kampf für dich. Du bist zu nervig für sowas. Dankeschön. So, erstmal hier schnell was nehmen, bevor wir hier verrecken. Wasser. Krams. Komm, stirb. Wir haben ihn. Nice. Nice. Molotov-Cocktail. Oh shit. Und zack. Kritischer Schlag. Sehr schön. Okay, wir haben schon einige. Alter! Wie uncool war das denn? Oh mein Gott! Oh mein... Oh, nee! Oh, Alter, nee! Wie uncool! Okay, Leute, ich habe echt schon uncoole Sachen gesehen, aber... Nee! Das ist... Alter! So, wir bringen das jetzt erst weg. Legen unseren Schrott ab. Und dann kommen wir wieder. Aber Alter! Nee! What the fuck ist das? Das Gleisgewehr ist eine seltene selbstgemachte Waffe, die Gleisbolzen mit so hoher Geschwindigkeit verschießt, dass sie sogar Körperteile abtrennen und an Wände nageln können. Ach krass, gebt euch dieses Riesending! Wie geil das ausschaut! Alter! Alter! Alter, geil! So, dich stellen wir erstmal hier ab. Weil du bringst uns hier mehr als keine Ahnung wo. So, dann reparieren wir dich gleich mal. Was baust du da? Zack, reparieren. Reparieren, reparieren, reparieren. Reparieren und reparieren. Ausrüsten und gut ist. So, super. Mal wieder was Tolles getan. Herstellen. Irgendwas noch dabei? Ja, zum Beispiel das, eine Kampfrüstung. Die wir anziehen könnten. Wo könnten wir die eigentlich anziehen stattdessen? Das interessiert mich dann doch. Kleidung? Da. Nee. Kampfrüstung. Nice, wir haben schon offiziell ein... Cool. Logo der Bruderschaft auf unser... Nice. Und es ist sogar noch stärker als das. Ach, wie gut ist das denn? Und das können wir da drunter ziehen, sehe ich das richtig?
Ein Kampfanzug oder eine Uniform? Nee, nee, die Uniform, die zieht alles an. Okay, die sieht echt komisch aus. Dann rüsten wir dann doch wieder das aus. So. Kampfanzug statt. Das Kampfanzug können wir anziehen statt, wie heißt denn das? Da oben irgendwo. Lederkombi und die bringt 2 und das bringt dann 1,55. Das ist dann eher besser. Wow, wir sehen echt... Es sieht vielleicht jetzt nicht ganz so schön aus. Aber es ist echt gut. Und vor allem vom Arm her sieht es nice aus mit der fetten Metallrüstung. So, cool. So, wieder rangescrollt. Jetzt verwerten wir das erstmal alles, was wir nicht mehr brauchen. Wie das da. Dann können wir ja gucken, ob wir das hier modifizieren können. Leichtbau. Reduziert das Gewicht. Taschen erhöht die Tragekapazität. Ich glaube, wir machen das da. Stehen eine Bruderschaft. Verstärkt können wir machen. Nice. Okay, cool. Metallrüstung, rechtes Bein. Haben wir Taschenstandard. Legiert, verbessert Schaden und Energieschutz, auf jeden Fall. So, und dann können wir es gleich noch machen mit der... Hoffe ich jedenfalls mit dem... Warte mal, wo ist denn das? Rechter Arm. Ist das das? Nee, es ist ja schon gestärkt. Ja. Können wir uns ja mal angucken, was sich da geändert hat. Oh, da ist ja gar kein Bruderschaftslogo mehr drauf. Ja, das ist ja bescheuert. Naja, geht klar eigentlich. Ich bin damit einverstanden. Ist schon okay. Das Sturmgewehr finde ich richtig nice. Können wir nur noch nichts mit anfangen. Verwerten, verlassen. Brauchen wir nichts mehr. Und dann noch hier. Transfer. Gesamten Schrott ablagern. Wir haben echt viel im Inventar. Ich weiß gar nicht, was das alles ist, dass ich da so viel Zeug drin habe. Hey. Du kannst noch ein bisschen was von mir nehmen, Hund. Wie zum Beispiel... Mein... Ich weiß nicht, was kannst du denn nehmen? Meine... Oh, ich habe eine Laserpistole. Cool. Cool. Du kannst die Lasermuskete nehmen und das Sturmgewehr. Brauche ich nämlich gerade nicht, aber brauche ich später vielleicht. Und vielleicht Bekleidung, weiß nicht. Was ich alles hab, ey. Voll unnötig. Diese Vault-Anzüge. Wiegen zwar eh nicht so viel, aber ich meine, ich brauche die nicht. So, herstellen. Jetzt können wir noch diese Laserpistole verwerten. So, verlassen wir das. Und dann reisen wir mal wieder. Diesmal ohne Power Armor, weil uns die eh nichts mehr bringt. Ey, wie viel wir schon erforscht haben. Schon richtig viel. Schon richtig, richtig viel. So, dann reisen wir mal nach da. So, und jetzt machen wir die Supermutanten tot. Ich hoffe, wir schaffen das. Wäre auf jeden Fall cool. Ja, doch, wär echt cool. Zur schnellen, effektiven Heilung deiner Gesundheit und verletzter Körperteile geht nichts über ein Stimpack. Ja, definitiv. Oh, vielleicht kommen wir sogar Level up, wenn wir jetzt diese Mission abschließen noch. Und die ganzen Supermutanten töten. Und es ist auch alles mal über Tageslicht, da kommen wir vielleicht ein bisschen besser... Können wir vielleicht ein bisschen besser agieren. So. Ab nach da vorne. Notrufsignal gefunden. Die sind wahrscheinlich auch alle tot, wenn da lauter Supermutanten sind. Ich glaube kaum, dass das für die gut ausging. Bei so vielen Mutanten. Ach, ganz ehrlich. Diese hässliche Fliege. Diese Dinger sind so nervig. Und so unnötig. Echt schlimm. So, Hilfsmittel erstmal. Aufbereitetes Wasser. Bisschen. Oh Gott, Supermutanten-Mörder. Oh Gott. Oh Gott. Alter!
Warum müssen die immer so hässlich mit ihrem Zeug rumwerfen? Oh Gott, Alter. Alter! Alter! Au! Warum haben die solche... Granaten sind so bescheuert, ey. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie wir die werfen können. Ich habe ja auch Granaten. Mir fiel nur gerade nicht ein, wie wir die werfen können. Ich glaube, ich weiß es jetzt wieder. Voll gut, dass mir das gerade einfällt. Ah, jetzt sind wir... Ach Mann, jetzt sind wir wieder hier. Toll. Super. Reisen wir wieder darunter. Mit Hilfe einer Rüstung, Werkbank, kannst du deine Rüstung modifizieren und ihre Resistenz erhöhen. Ja, haben wir getan. Wir haben eine bessere Rüstung und trotzdem sind wir gerade schneller verreckt wegen diesen hässlichen vielen Granaten. Mann. Das war echt gerade richtig gemein. Also, dass die da so mit 3 Milliarden Granaten auf mich werfen, war echt nicht das Coolste, was die hätten tun können. Die hätten mich vielleicht mal nett empfangen können, Hallo sagen oder sonst irgendwas, aber nein. Bin natürlich, werd natürlich gleich zum Futter von irgendwelchen Waffen. Mann, oh Mann, ey. Jetzt ist wahrscheinlich wieder diese Blähfliege da. Scheiß Blähfliege. Wo bist du, Blähfliege? Aha. Speichern wir mal. Bestätigen. Und jetzt tun wir... Ich meine, wir haben Granaten ausgerüstet, oder? Gucken wir mal nach. Splittergranate, ja. Nee, oder? Boah, nee! Blähfliegen sind echt das Schlimmste, was es gibt. Dankeschön, Hund. Boah, geh einfach sterben. Nee, keiner will dich hier haben. Danke. Danke, Mann. Nerviger geht's ja wohl echt nicht. So, jetzt erstmal wieder hier. Bisschen was futtern. Der geht auch schon wieder. Da hinten ist dieses... Jetzt müssen wir erstmal wieder speichern, bevor hier... Ich weiß nicht, aber bevor noch so eine Blähfliege kommt oder sonst irgendwas. Alter, wir machen dem fast gar keinen Schaden. What did just happen? Warte. So, und dann, was ist passiert? Wer meinte, er müsste mit einem Raketenwerfer auf mich schießen? Wer? Oh Gott, ein komischer Riesenhund. Gott, lieber wir besiegen eins nach dem anderen, als dass wir da gleich wieder sterben. Alter! Okay. Ich hab verstanden. Es ist noch nicht Zeit, dahin zu gehen. Wir sind noch zu schlecht. Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns dem irgendwann anders. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mal schauen, was wir für eine Mission machen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen, dass wir was machen, was wir vielleicht auch schaffen können, weil das ist jetzt... Ja, es ist echt fies. Es ist echt fies. Wir können ja vielleicht nochmal Dans Bericht erstatten und vielleicht will er uns irgendwie helfen oder so. Und dann können wir vielleicht mal den nächsten Siedlern helfen oder so. Das wäre doch eine Idee. Unterstütze das Erkundungsteam der Bruderschaft. Machen wir doch. Ja, dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Macht's gut, bis zur nächsten. Haut rein, ihr könnt jetzt noch hier klicken, um zur letzten Folge zu gelangen oder zu abonnieren. Oder um zur Fallout 4 Playlist zu gelangen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr wieder Wortboy einen Daumen nach oben da lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Days.